So Leute, herzlich willkommen zurück zu Fußball Manager 18. In der Köln-Karriere in der letzten Folge haben wir 3:1 gegen Atletico Madrid gewonnen mit einer ja anfangs doch sehr, sehr jungen Truppe und auch später war die Truppe nicht wirklich alt. Ja, wir haben nur ein bisschen Erfahrung dann gegen Ende reingebracht, dass wir das Spiel so ein bisschen auf unsere Seite bekommen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und ich bin doch sehr, sehr zufrieden. Wir haben jetzt diese Aufnahmesession 2 Spiele und 2 Siege. Das eine mehr oder weniger unverdient. Ja doch, wir haben verdient gewonnen gegen Hamburg. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir haben ja dann das Spiel noch gemacht. Aber das eine Tor war halt unverdient. Und auch das Eigentor kam uns ziemlich zugute. Aber nichtsdestotrotz, Leute, wir gehen gerade einmal kurz in die Jugend. Ich habe euch nämlich etwas zu zeigen. Und zwar, habt ihr schon mal so eine kranke Jugend gesehen? Wir haben schon wieder 2 neue 10-Sterne-Talente bekommen. Ja, wir haben hier einmal den Walter Eschens, schnell zufrieden und verletzungsanfällig, ist jetzt nicht so geil, aber er ist ein neues 10-Sterne-Talent und wir haben hier einmal den Bernhard Rütten, der eine Frohnatur ist und steil geht. Finde ich sehr, sehr gut, finde ich sehr, sehr geil. Auch ein neues 10-Sterne-Talent und wir haben jetzt in unserer fucking B-Jugend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10-Sterne-Talente, 7. Ich hatte in meinem ganzen Leben im Fußballmanager, und ich spiele das seit 2008, sehr viel, noch nie so eine krasse Jugend. Wo kommen die alle her? Wo finden wir die? Kommen die extra zu uns? Ich meine, wir kriegen hier Waliser und Engländer, ja, aber überwiegend Deutsche. Ja, hier, die neuen beiden sind jetzt auch wieder 2 neue Deutsche. Wo kommen die denn alle her? Ich weiß das gar nicht. Wir haben auf jeden Fall in unserer Mannschaft jetzt schon 7 Cristiano Ronaldos oder Messis vom Talent her. Also ihr seht ja, ne, also vergleichbar, ne, für alle, die jetzt nicht so viel Ahnung haben. Ein Pulisic ist zum Beispiel ein 9-Sterne-Talent. Und ein Dembélé ist auch ein 9-Sterne-Talent. Ja, also wirklich 10-Sterne-Talente sind, glaube ich, eigentlich nur Messi, Ronaldo und ich glaube Neymar noch. Ist Neymar ein 10-Sterne-Talent? Ich bin mir gar nicht 100% sicher. Neymar ist auch nur ein 9-Sterne-Talent. Was sind 10-Sterne-Talente? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall so Messi und Ronaldo sind halt 10-Sterne-Talente. Wahnsinn. Und davon haben wir schon 7 Stück in unserer B-Jugend. Und nochmal 2 in der ersten Mannschaft. Und nochmal... Nee, hier haben wir keinen mehr. Aber in unserer Jugendmannschaft, in der A-Jugend, haben wir auch noch einen. Im offensiven Mittelfeld. Wir haben irgendwann eine Mannschaft komplett aus 10-Sterne-Talenten. Das ist so Wahnsinn. Ich hatte sowas echt noch nie in meinem Leben. Die werden bald vergeben. Ich denke, ich werde das alles im Winterpausen-Stream machen. Ja, da werde ich mal schauen, dass ich die alle vergebe. Vielleicht werde ich auch noch den einen oder anderen verlosen. Ich denke, den... Vielleicht verlose ich auch noch einen. Ja, also wer den haben möchte, guckt gerne vorbei. Kappa. Nee, habe ich letztes Mal auch gemacht. Ja, zum Beispiel hier der Kevin De Bruyne. Wo ist er? Wo ist er hier? De Bruyne Junior. Der ist zum Beispiel ein 2. von Maurice, den wir auch schon in der ersten Mannschaft haben. Ich verlose ab und zu mal ein 10-Sterne-Talent. Schauen wir mal, vielleicht verlose ich den neuen hier Bernhard Rütten. Der ist ein sehr, sehr gutes Talent zum Verlosen. Ich denke, der wird verlost. Die anderen vergebe ich bald. Ne? Wir haben ja auch noch, ich weiß gar nicht, ob wir noch andere neue haben. Und über ist der neu. Raphael Rüdiger. Noch ein neues 10-Sterne-Talent. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist auf jeden Fall auch neu. Also haben wir 3 neue 10-Sterne-Talente. Woher? Aber wir nehmen das sehr, sehr gerne und ich nehme das sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Was eine krasse Jugend. Heute soll es aber um Freiburg gehen. Wir spielen heute gegen Freiburg. Zu Hause? Ich glaube, wir spielen zu Hause gegen Freiburg. Ja, wir spielen zu Hause gegen Freiburg. Danach spielen wir zu Hause im Pokal gegen Leipzig noch. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen heute genau mit dieser Mannschaft rein. Wir sind wieder Never Touch a Running System. Eggestein auf einer Form von 18. Eggestein auf einer verdammten Form von 18. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn momentan. Also es läuft wieder, es läuft so langsam an. Nichtsdestotrotz wird dann natürlich, sobald Werner da ist, ist Werner natürlich gesetzt. Ja, wir holen den für sehr viel Geld. Und ja, wir müssen mal schauen. Wir brauchen heute auf jeden Fall 3 Punkte. Das wäre sehr, sehr schön. Dann haben wir 25 Punkte. Sind auf jeden Fall im Kampf von Europa wieder im Rennen. Ja, also gut im Rennen. Jetzt gerade sind wir auch im Rennen. Selbst wenn wir heute verlieren sollten, sind wir auch noch im Rennen um Europa. Aber es wäre natürlich schon mal wieder die richtige Richtung. Ja, 2 Spiele in Folge in der Liga gewonnen.
Das wäre schon mal das Zeichen in Richtung, es bessert sich. Übrigens, wir haben dann auch noch einen neuen Vertrag unterschrieben, 3 Jahre. Wir verdienen jetzt 10 Millionen im Jahr, haben vorher 2,5 verdient. Ich meine, mittlerweile ist der FC ja wirklich finanzstark, also sehr finanzstark. Und 10 Millionen Gehalt für uns sind Peanuts, ja, für den Verein. Das ist scheißegal. Wir haben in dieser Saison schon 400 Millionen erwirtschaftet und gerade mal 100 Millionen ausgegeben. Ja, also der ist schon sehr, sehr finanzstark, der Verein momentan. Unter unserer Führung und ich denke deswegen auch, weil auch wenn wir momentan nicht so 100% gut unterwegs sind mit der Mannschaft, war der Vorstand da doch in dem Sinne, dass wir den Verein zu dem gemacht haben, was er jetzt ist, gnädig und hat uns einen neuen Vertrag gegeben über 3 Jahre. Das heißt, wir sind jetzt schon mal wieder safe, haben keine Ausstiegsklauseln oder irgendwie sowas, aber wir verdienen sehr, sehr viel Geld. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen rein in das Spiel gegen Frankfurt. Freiburg. Warum sage ich immer Frankfurt? Ich weiß nicht, warum ich immer Frankfurt sage. Leute, das ist auch gegen Hamburg. Wollte ich Frankfurt sagen. Kein Plan, Leute. Wir gehen rein gegen Freiburg. Bis gleich. Schau gerade nochmal, wo ist denn Freiburg momentan? Freiburg ist 17. Also ein Spiel, das auf jeden Fall wieder verloren werden kann. Wir gehen rein und schauen mal, wie es ausgeht. Bis gleich. So Leute, herzlich willkommen zum 16. Spieltag in der Bundesliga. Wir spielen heute gegen Freiburg, 17. Platz. Natürlich so ein bisschen David gegen Goliath, aber wir kennen den Fußballmanager, ja, der legt einem da sehr, sehr gerne mal sehr, 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 sehr große Steine in den Weg. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir heute dringend, dringend den Sieg. Es sieht wir können das für eine lösbare Aufgabe halten, wir dürfen aber nicht nachgeben. Mirino mit dem Kopf legt ab. Bulat verschätzt sich, aber kein Kölner kommt an den Ball. Glück für Freiburg. Erste gute Möglichkeit über Pulisic und Mirino. Ja, wir müssen schauen, dass wir hier das Spiel gegen Freiburg nicht aus der Hand gleiten lassen. Stumpe mal mit einem Distanzschuss, geht aber am Tor vorbei. Keine große Chance hier. Und ja, es ist halt gegen kleine Vereine oder Vereine, die momentan nicht gut drauf sind und sehr, sehr weit unten in der Tabelle sind. Wir kennen das alle, jeder, der den Fußballmanager spielt. Also ich verliere fast nur gegen diese Vereine. Umso wichtiger wäre es für uns heute, das hier zu gewinnen. Denn wir brauchen Punkte. Ecke von Mitchell Weise. Wir sehen schon wieder, die Noten sind alles andere als gut gerade. Eggestein zieht hart an der Strafraumkante ab, zu unplatziert. Kein Problem für Johan Pollard. Pollard. Geht was plump in den Zweikampf am Strafraum, bringt Diawusi zu Fall. Zum Glück sagt der Schiedsrichter, es geht weiter. Und wir bringen eine Durchschnittsleistung momentan nur. Felix Bastians, kein Problem mit der Ecke von Weiser, bekommt den unter Kontrolle und klärt. Und wir müssen mehr machen. Wir machen zu wenig aktuell und Freiburg kommt jetzt vors Tor. Dropkick, Baumann hat den Ball sicher. Und ich sag ja, wir tun uns wieder schwer, gerade gegen so eine Mannschaft tun wir uns wieder schwer. Oh, das ist immer so bitter, ne? Als würde der Fußballmanager da irgendwie wollen. Die Mannschaften brauchen unbedingt Punkte, also lassen wir die mal gewinnen und machen es dem Spieler mal extra schwer. Pünktlich Schluss zur ersten Halbzeit, spektakuläres Spiel, aber frag nicht nach Sonnenschein. Spieler sind unzufrieden mit ihrer eigenen Leistung. Das bin ich auch, mit der Leistung mehr als unzufrieden. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Und, geben alles, versuchen das Beste draus zu machen. Ich hoffe, das wird keine so kurze Folge und wir sehen ein bisschen was in der zweiten Halbzeit. Sagen wir Konzentration zu den Leuten oder wir sagen wir geht drauf. Vielleicht fangen wir uns jetzt wieder eine rote Karte. Weiß ich nicht, aber wir machen hier viel zu wenig. Wir haben Ballbesitz. Ja, schön und gut, aber trotzdem kommt da viel zu wenig vorm Tor. Wir brauchen Möglichkeiten. Eggestein, kleinen Tick schneller, spitzelt die Kugel vors Tor. Bastians rettet Kopf zur Ecke. Endlich mal irgendwas. Ja, spielt euch in den Rausch, Leute. Übernehmt die Kontrolle. Weiser, Bastians will die Ecke von Weiser per Kopf klären, trifft die Latte des eigenen Tores. Nochmal Eckball. Würde sich am liebsten unterm Rasen im Rasen vergraben. Das hätte auch schief gehen können. Ja, so ein Tor wäre mal schön gewesen jetzt. Nächste Möglichkeit. Kommt schon. Kommt schon. Wir brauchen nur dieses eine Tor und dann sind wir hier im Spiel. Ganz leichte Beute.
Leute wärmen sich schon auf der Bank. Ja, wir brauchen da irgendwelche neuen Aktionen vorne. Eggestein lässt an Suana im Strafraum aussteigen, kommt frei zum Schuss. Landet direkt in den Armen von Polat. Also es ist zu wenig. Das ist viel zu wenig, was wir hier zeigen gegen Freiburg. Aber generell, einfach so die ganze Mannschaft. Konter, erster FC Köln. Diesmal hat Ansua aufgepasst, spitzelt die Kugel weg. Ihr Torres am Ball ist. Dieser Name verwirrt mich hart. Nächste Möglichkeit. Eggestein schießt aufs Tor. Oh, wir kriegen keine Möglichkeiten aktuell. Wir kriegen keine Möglichkeiten. Wir wechseln jetzt. Wir bringen Sascha rein. Und wir bringen auch Dadaschow rein. Ja, obwohl Eggestein momentan übertrieben gut in Form ist, bringen wir trotzdem Dadaschow rein. Wir brauchen da irgendeinen neuen Akteur vorne, der da vielleicht ein bisschen mehr reißen kann. Ja, und Dadaschow ein bisschen grundstärker als Eggestein. Vielleicht kann er sich ja durchsetzen. Hat ja auch in der Champions League gut gespielt. Ist daher auch in einer sehr guten Form. Der Gute da vorne. Wer werft, kommt jetzt rein für Paulus. Verwerft. Amüsanter Name. Aber wir müssen uns eingestehen, das ist zu wenig aktuell, was wir hier auf den Platz bringen. Viel zu wenig. Paul flankt scharf in die Mitte. Dadaschow schießt aus 8 Metern übers Tor. Oh, und da ist schon wieder die Chancenverwertung. Mann, Leute. Sag nochmal zu der Mannschaft. Konzentration. Wir werden jetzt gleich auch nochmal den dritten Wechsel vollziehen. Ich denke nochmal in der Offensive. 3 Wechsel in der Offensive. Wir bringen jetzt nochmal Lars rein. Und war dreimal offensiv gewechselt. Und ich hoffe, dass wir noch eine Aktion bekommen. Weil der Unentschieden wäre halt mega ekelhaft. Aber das ist schon wieder der Fußballmanager, ja. Das kann man nicht gut spielen irgendwie gegen solche Vereine. Wir haben jetzt mal eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich hoffe, das ist auch wirklich eine gute Möglichkeit. Stark vorgetragener Angriff. Pulisic muss eigentlich nur noch einschieben. Spielt nochmal ab auf Dadaschow. Der zögert nicht, ist blitzschnell. Der schaltet im Bruchteil einer Sekunde und macht den Ball rein. Dadaschow mit dem Tor. Weiter so, Jungs. Weiter so. Geile Sache. Absolut geile Sache. 1:0, Dadaschow. Oh, nice. Nice. Mitchell Weiser tankt sich auf der rechten Seite durch, zieht in den Strafraum, sucht den Abschluss. Keeper pariert den Schuss. Abpraller verpasst Dadaschow nur knapp. Jetzt direkt das zweite hinterher. Wäre so geil gewesen. Sehr gutes Spiel von Dadaschow. Macht er überragend. Pulisic auch sehr gut. Freistoß von Merino wird unabsichtlich verlängert. Dadaschow steigt hoch. Das Leder wird in die Mitte gebracht, wo Pulisic goldrichtig steht und abstaubt zum 2:0. Ja! Geht doch. Und das ist jetzt ein Arbeitssieg. Geil. Geil. Das haben wir uns erarbeitet. Goldrichtiger Wechsel mit Dadaschow. Sehr, sehr stark. Ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Es hat lange gedauert in dieser Partie. Es war wahrscheinlich, Freiburg wird wahrscheinlich defensiv gestanden haben as fuck. Und wir haben uns durchgesetzt. 2:0 gegen Freiburg. Ja. Lars leider noch keine Note bekommen. Schau mal, die Gegner eingeigelt wahrscheinlich in der Statistik. 61% Ballbesitz, in der zweiten Halbzeit 67%. Also die haben sich gegen Ende nur noch eingeigelt. Wir haben das Spiel gemacht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr stolz bin ich auf die Mannschaft auf jeden Fall. Und wir gehen in den Nachbericht, schauen uns das Ganze an. Sehr schön. Also die Auswechslungen, die waren goldrichtig. Vor allen Dingen Dadaschow mit dem Tor und der Vorlage für Pulisic. Geile Aktion. Nochmal in die Mitte mit dem Kopf quergelegt auf Pulisic, der da steht, wo er stehen muss. Sehr, sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Es war keine so ereignisreiche Spiel. Aber gegen Ende sind wir immer mehr in diese Partie reingekommen. Ja, und man hat gemerkt, Freiburg hat irgendwann nachgelassen. Ja, wir haben sie mürbe gespielt in der zweiten Halbzeit. Und dann machen wir 2 Tore. Sehr, sehr schön. 25 Punkte haben wir. 7. Platz für uns. 2. Sieg in Folge. Und von der Chancenverwertung sind wir immer noch die schlechteste Mannschaft. Ja, also wir spielen uns, glaube ich, mit am meisten Chancen raus. Ja, okay.
Wir sind gut unterwegs, was die Chancen angeht, aber wir machen einfach unsere Dinger nicht. Das muss besser werden, das wird momentan besser. Ja, wir steigern uns. Erst 3-0 gewonnen gegen Hamburg und jetzt 2-0 gewonnen gegen Freiburg. Sehr, sehr schön. Teamleistung waren wir auch gut unterwegs. Beste Spieler, Eggestein ist okay unterwegs. Dadatschow trifft langsam auch wieder, aber leider zu spät. Ja, die fangen zu spät an zu treffen. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Aber wir steigern uns. Fairplay sind wir natürlich immer noch voll weit hinten. Letzter Platz. Aber wir haben schon lange keine Karte mehr gekriegt, ja? Schon lange keine Karte mehr gekriegt. Und ja, wir gehen mal weiter. Und wir können, was ich gerade noch machen wollte, Nürnberg schon wieder verloren. Haben im letzten Spiel mal gewonnen. Nürnberg, Augenmerk drauf, weil wegen Justin, der wollte ja nach Nürnberg verkauft werden. Ist da auch der stärkste Mann. Aber es bringt momentan einfach irgendwie gar nichts in der Mannschaft. Ja, also die sind alle sehr, sehr unzufrieden mit ihrem Trainer. Und generell sind sie moraltechnisch nicht gut unterwegs. Nürnberg echt schlecht unterwegs. 6 Punkte gerade mal. Das sieht nicht gut aus. Aber Justin, ich denke, du wirst eine Ausstiegsklausel haben bei Abstieg. Du hast keine Ausstiegsklausel bei Abstieg. Also, ja, gut. Da wird sich aber trotzdem wahrscheinlich irgendein anderer Verein finden, ja. Das sieht nicht so gut aus für Nürnberg, echt nicht. Wir gehen weiter und dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Wir haben doch noch ein ordentliches Spiel gesehen, Leute. Ich bin mehr als zufrieden mit der Mannschaft. Unser Co-Trainer hat auch noch irgendwas geschafft. Konditionssteigerung, alle fitten Spieler erhalten einen zusätzlichen Fitnesspunkt. Unsere zweite Mannschaft verliert 3-0 gegen die Stuttgarter Kickers. Wahnsinn. Wahrscheinlich, weil Marlon gespielt hat. Marlon hat gespielt. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Daumen nach oben, kommentiert, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr gerne loswerden wollt. Und ja, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr verdient mehr Aufmerksamkeit, dann auch gerne teilen. Ja, die ganzen Sachen, das liegt an euch. Ich bin immer sehr, sehr zurückhaltend, was Werbung für meinen eigenen Kanal angeht. Aber wenn ihr findet, das hat was verdient, dann gerne, gerne teilen, egal wo. Ja, nur nicht unter andere Kanäle spammen, das sehe ich gar nicht gerne oder höre ich dann auch nicht gerne. Leute, wir steigern uns zur Rückrunde. Ja, wir haben jetzt 3 Spiele in Folge gewonnen, es macht wieder mehr Spaß. Und wir haben jetzt noch 2 Spiele in dieser Saison oder in dieser Hinrunde der Saison. Gegen Leipzig im Pokal und dann noch gegen Stuttgart in der Liga. Und dann haben wir erstmal Pause und dann nehmen wir das Ganze auch erstmal mit. Müssen die Hälfte Revue passieren lassen, unsere Fehler suchen, unsere Fehler versuchen in der Mannschaft auszubügeln. Und ja, es muss einfach nur wieder ein bisschen diese Leichtigkeit reinkommen. Und ich hoffe, wir finden gerade zu dieser Leichtigkeit zurück. Wir gehen rein in der nächsten Folge gegen Leipzig im Pokal. Das ist ja natürlich nochmal so eine eigene Sache. Aber ich würde sagen, Leute, haut da rein, macht euch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, wenn das Wetter geil ist bei euch. Bei uns soll es ja, glaube ich, regnen. In der nächsten Woche wieder ein bisschen kühler werden. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter. Wenn es regnet, dann nicht. Dann sitzt da drin und guckt die Folge. Haut da rein. Bis dahin. Ciao.